Das bedeutet mit anderen Worten, dass es nicht reicht, einfach glatt zu sein. Also eine Funktion, die glatt ist, ist ja eigentlich schon ganz toll, weil sie unendlich oft differenzierbar ist. Aber an diesem komischen Beispiel eben haben wir gesehen, dass es sozusagen noch schönere Eigenschaften als glatt geben muss, nämlich durch eine Taylor-Reihe darstellbar zu sein, wenn Sie so wollen. Und diese Eigenschaft nennt man, das ist dann noch eine Stufe höher als glatt, die nennt man analytisch. Eine Funktion heißt analytisch, wenn man sie zumindest auf echten Intervallen durch eine Potenzreihe approximieren kann. Also sie heißt analytisch, wenn sie, oder ich müsste vielleicht sagen, analytisch in einem Punkt erstmal, heißt analytisch im Punkt x0. Wenn es eine Potenzreihe gibt, die auf einem echten Intervall um x0 herum gegen die Funktion konvergiert. Also diese Funktion, die wir eben gerade gesehen haben, die hier konstant 0 war und dann hier so ganz stark abgefallen ist, ist ein Beispiel für eine Funktion, die glatt ist, aber nicht analytisch an der Stelle 0. Denn analytisch würde bedeuten, um die 0 rum finde ich irgendein kleines, aber echtes Intervall, in dem ich eine Potenzreihe finde, die gegen das Ding konvergiert. Und wir haben gesehen, dass das nicht gehen kann, weil das bedeuten würde, dass wir in diesem Bereich immer etwas haben, also hier rechts von der 0, was schief läuft. Also wir haben jetzt so eine Hierarchie von Funktionen, wenn Sie so wollen. Wir haben die stetigen Funktionen schon ganz gut. Dann haben wir die einmal differenzierbaren Funktionen besser. Dann haben wir die zweimal differenzierbaren Funktionen noch besser und so weiter. Dann haben wir irgendwann die unendlich oft differenzierbaren Funktionen noch besser. Das haben wir so aufgeschrieben. Wir haben gesagt, wir schreiben C0 für die stetigen Funktionen, wir schreiben C1 für die Funktionen, die einmal differenzierbar sind und deren erste Ableitung auch noch stetig ist. 2, wenn wir es zweimal haben und so weiter. Und dann haben wir geschrieben C unendlich für die Funktionen, die glatt sind, die also unendlich oft differenzierbar sind. Und für die Funktionen, die analytisch sind, schreibt man dann C Omega. Das ist also die Krönung sozusagen. Das sind die ganz tollen Funktionen. Und das Tolle ist, die meisten Funktionen, mit denen wir es zu tun haben, die in der Praxis vorkommen, sind analytisch und man kann dafür Potenzreihen angeben. Und man kriegt diese Potenzreihen dann über die Taylor-Reihe. Also das will ich jetzt nicht mehr aufschreiben. Wenn eine Funktion analytisch ist, dann ist diese Potenzreihe sogar eindeutig bestimmt und das ist dann die Taylor-Reihe. Ich sage Ihnen mal ein paar wichtige Potenzreihen für analytische Funktionen. Sagen wir mal wichtige analytische Funktionen. Was ich jetzt nicht hinschreibe, ist, natürlich sind Polynome analytische Funktionen. Da sind die Potenzreihen ganz langweilig, weil ab einem bestimmten Grad dann die ganzen Koeffizienten 0 sind. Das heißt, sie haben Reihen, die in Wirklichkeit gar nicht unendliche Reihen sind. Also solche Funktionen sind sowieso analytisch. Interessant sind andere Funktionen. Das erste Beispiel ist natürlich wieder die Exponentialfunktion, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Und wir haben auch die Reihe dazu gesehen. Die sieht so aus: n gleich 0 bis unendlich. X hoch n durch n Fakultät, und ich schreibe es der Deutlichkeit halber, schreibe ich die ersten Terme nochmal hin. Das ist 1 plus x plus x Quadrat halbe plus x hoch 3 Sechstel, 3 Fakultät, plus x hoch 4 24stel, das ist 4 Fakultät und so weiter. Also das ist die erste analytische Funktion, die wir kennengelernt haben, ohne zu wissen, dass es eine analytische Funktion ist. Die hat eine Potenzreihe, die überall gegen diese Funktion konvergiert. Die zweite, und die könnten Sie im Prinzip selbst ausrechnen,
Vielleicht machen Sie das zur Übung mal. Sie müssen ja eigentlich immer nur, wie wir das schon bei den Taylor-Polynomen gesehen haben, an der Stelle, wo Sie entwickeln wollen, die Ableitung ausrechnen und dann da jeweils Ihren Entwicklungspunkt einsetzen. Die ersten Funktionen, die wir uns anschauen, sind alle im Punkt 0 entwickelt. Da muss man am wenigsten schreiben. Und für den Sinus sieht das folgendermaßen aus. N gleich 0 bis unendlich. Minus 1 hoch n. Da ist also wieder so ein Vorzeichenwechsel drin, das alterniert. Durch 2n plus 1 Fakultät mal x hoch 2n plus 1. Da schreiben wir mal die ersten Terme hin, um zu sehen, was da passiert. Also erstmal haben wir das Vorzeichen. Wir fangen bei n gleich 0 an. Minus 1 hoch 0 ist 1. Das nächste Vorzeichen ist minus 1, dann plus 1. Also es alterniert und geht mit plus los. Und jetzt diese Werte 2n plus 1. Erster Wert, wenn ich 0 einsetze, ist 1. Zweiter Wert, wenn ich 1 einsetze, ist 3 und so weiter. Das sind also die ungeraden Zahlen, die da rauskommen. Ne? Das heißt, das, was hier dann nachher stehen wird, ist x minus x hoch 3, immer nur die ungeraden, durch 3 Fakultät plus x hoch 5 durch 5 Fakultät minus x hoch 7 durch 7 Fakultät plus x hoch 9 durch 9 Fakultät minus und so weiter. Alternierendes Vorzeichen, nur ungerade Potenzen und da unten steht immer die Fakultät. Der Cosinus sieht so ähnlich aus. Erstens ist der auch alternierend. Da haben wir auch ein wechselndes Vorzeichen, geht auch bei 0 los. Das heißt, er hat auch die Reihenfolge plus, minus, plus, minus, plus, minus. Und da, wo beim Sinus 2n plus 1 steht, steht beim Cosinus einfach 2n. Und da, wo beim Sinus hier 2n plus 1 steht, steht hier auch einfach 2n. Das heißt, da stehen einfach die geraden Zahlen, wo beim Sinus die ungeraden Zahlen stehen. Wir haben also als ersten Term x hoch 0. Dann haben wir minus x Quadrat 2 Fakultät plus x hoch 4, 4 Fakultät, minus x hoch 6, 6 Fakultät, plus x hoch 8, 8 Fakultät und so weiter. Das sind, würde ich sagen, erstmal die drei allerwichtigsten Reihen, die man gesehen haben sollte. Und die drei, alle drei, konvergieren überall. Das sind also drei analytische Funktionen und wir können jeweils die Potenzreihe dafür hinschreiben und die sieht auch jeweils ganz hübsch aus. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist nicht unbedingt was, was man auswendig lernen muss, aber wo ich hoffe, dass Sie mit der Zeit sowieso sehen oder irgendwie im Kopf haben, dass das Ding so aussieht. Also das sind drei so wichtige Reihen. Wenn man später mal irgendwas Mathematisches macht, dann sollte man die eigentlich im Kopf haben oder wissen, dass es die überhaupt gibt, diese Darstellung. Letztes Beispiel für wichtige Potenzreihen. Der Logarithmus schreibt man typischerweise, wir haben das ja eben schon gesehen, dass der um die 1 rum wohl am besten konvergiert. Darum schreibt man den typischerweise in dieser Form, weil die Reihe dann ein bisschen besser aussieht. Die sieht dann nämlich so aus, geht bei 1 los, n gleich 1 bis unendlich, minus 1 hoch n plus 1 und geteilt durch n mal x hoch n. Das können wir auch mal wieder ausschreiben. Erstmal wieder das Vorzeichenverhalten, das ist auch wieder eine alternierende Reihe. Bei n plus 1 geht es los, aber unten geht es ja auch bei n gleich 1 erst los, also ist der erste Term wieder gerade, also ist es auch hier wieder plus, minus, plus, minus. Und ansonsten ist es ganz einfach, es wird immer durch n geteilt. Also der erste Ausdruck ist x durch 1, einfach x, dann minus x Quadrat halbe plus x hoch 3 Drittel minus x hoch 4 Viertel plus und so weiter. Eigentlich ganz simpel. Das ist allerdings etwas anders als bei den dreien da drüber. Bei den dreien da drüber habe ich ja geschrieben, die konvergieren auf ganz R. Das hier konvergiert nur auf dem Intervall von minus 1 bis 1. Also der Konvergenzradius ist 1. Das bedeutet, wenn Sie jetzt für x minus 1 einsetzen, haben Sie die linke Grenze ist 0. Wenn Sie für x plus 1 einsetzen, haben Sie die rechte Grenze ist 1. Das heißt, Sie können für Werte zwischen 0 und 2 den Logarithmus damit bestimmen, für andere Werte aber nicht.
Das ist trotzdem eine analytische Funktion, denn bei analytisch hatten wir gesagt, die muss für den Punkt in einer Umgebung, also auf einem Intervall um den Punkt rum, entwickelbar sein in der Potenzreihe. Das heißt nicht, dass sie auf ganz R überall in dieselbe Potenzreihe entwickelbar sein muss. Bei den drei Funktionen vorher war das so, die haben uns den Gefallen getan, aber der Logarithmus ist auch eine analytische Funktion. Allerdings muss ich an anderen Stellen mir dann halt andere Potenzreihen suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Logarithmus in der Nähe von 1000 haben will, geht das hiermit nicht, weil das nicht so weit konvergiert, aber da kann ich das dann auch in eine Potenzreihe entwickeln. Der wesentliche Punkt, das ist eine Sache, die ich schon vor langer Zeit mal angekündigt habe, ist, jetzt sind wir eigentlich so weit zu verstehen, wie ein Computer solche Funktionen ausrechnet. Wir hatten uns ja öfter schon mal gefragt, wenn ich in Python den Sinus berechne oder sie tippen auf dem Taschenrechner auf Logarithmus, was machen die da eigentlich? Weil die Schaltkreise intern, so wie wir das aus der Informatik kennen, ja eigentlich nur plus, minus, mal und geteilt können. Nachdem wir das jetzt gesehen haben, ist im Prinzip klar, wie das geht. Die benutzen Reihen dafür, Reihenentwicklungen, sodass sie das dann wieder zurückführen können auf die vier Grundrechenarten. Die müssen nicht unbedingt diese Reihen benutzen, die hier stehen. Wir gucken uns gleich nochmal so Beispiele aus der Praxis an. Das hängt dann immer noch von anderen Faktoren ab. Ein ganz wesentlicher Faktor ist, wie schnell konvergiert das. Hier steht ja eigentlich nur, dass das konvergiert. Das heißt aber noch nicht, dass ich damit weiß, wie viele Terme ich ausrechnen muss, damit ich eine vertretbare Genauigkeit habe. Wenn Sie mit Fließkomma rechnen, dann wollen Sie zum Beispiel mindestens 16 Stellen Genauigkeit haben. Jetzt müssen Sie sich überlegen, zum Beispiel, das letzte ist gerade so ein kritisches Beispiel, wie viele Terme muss ich ausrechnen, damit mein Fehler so gering ist, dass das für die Fließkomma-Arithmetik in IEEE mit 64-Bit vertretbar ist. Da werden Sie auf ziemlich hohe Terme kommen. Das heißt, es würde ziemlich lange dauern, diesen Logarithmus auszurechnen. Das geht zwar, aber es dauert ziemlich lange. Darum werden Sie bei einigen von diesen Funktionen in der Praxis andere Reihen benutzen, aber die Idee sollten wir damit verstanden haben, wie das grundsätzlich überhaupt geht. Ich sage aber noch mal so zwei, drei Dinge zur Praxis. Also Überschrift Praxis. Nehmen wir mal an, wir würden den Logarithmus mit dieser Reihe hier berechnen wollen. Dann geht das ja erstmal nur im Intervall von 0 bis 2. Also vergessen Sie mal dieses Verschieben um 1. Gehen wir mal davon aus, wir hätten also in unserem Computer eine Logarithmusfunktion und die ist genau genug für unsere Zwecke, die kann den ausrechnen, aber nur für den Bereich von 0 bis 2. Jetzt wollen Sie natürlich vielleicht auch mal den Logarithmus von 7 ausrechnen. Was machen Sie? Ich habe eben schon gesagt, eine Möglichkeit wäre, dass Sie an der Stelle eine neue Reihenentwicklung haben, aber das ist ja nicht sehr hilfreich, weil Sie natürlich auch sowas wie 70, 700 oder 7000 vielleicht haben wollen. Und Sie können ja nicht für jede Stelle, die der User eventuell mal eingeben will, eine eigene Reihenentwicklung haben. Also in der Praxis wird es so sein, dass Sie tatsächlich auskommen mit diesem Bereich von 0 bis 2. Darum ist meine Frage, was tue ich denn, wenn ich den Logarithmus von 7 ausrechnen will? Okay, ich gebe Ihnen einen Tipp. Ich schreibe mal statt 7, schreibe ich mal 7 halbe mal 2. Das heißt, ich teile die Zahl durch 2, dadurch mache ich sie ja kleiner. Und damit das wieder stimmt, muss ich sie dann ja wieder mal 2 nehmen. Ja? Okay, genau, nach der Funktionalgleichung kann ich das auseinanderziehen. Was hilft mir das jetzt? 7,5 ist immer noch zu groß. Ja? Genau. Das mache ich nochmal. Für 7,5 schreibe ich jetzt 7/4 mal 2. Und dieses hier muss ich natürlich weiterhin hinschreiben. Das kann ich jetzt wieder auseinanderziehen. Dann habe ich hier Logarithmus von 7/4 plus Logarithmus von 2 plus Logarithmus von 2. Das kann ich so lange machen, bis ich die Zahl so oft durch 2 geteilt habe, dass sie in dem Bereich liegt, in dem ich den Logarithmus ausrechnen kann. Die Terme, die dann rausfallen, sind immer die gleichen. Das heißt, ich muss einmal, als ich den Computer programmiert habe, ausgerechnet haben, was der Logarithmus von 2 ist. Die Zahl merke ich mir. Und wenn jetzt jemand den Logarithmus von 7 haben will, oder von 70, oder von 42, oder von 3 Millionen,
dann muss ich die Zahl nur so lange durch 2 teilen oder durch eine genügend große Zweierpotenz, bis der Quotient in dem Intervall 0, 2 liegt. Dann kann ich den Logarithmus ausrechnen mit meiner Reihendarstellung. Und dann muss ich so oft diesen fest gespeicherten Wert Logarithmus 2 addieren, bis das Ergebnis rauskommt, was ich eigentlich haben wollte. Das ist eine Möglichkeit, damit klarzukommen, jetzt für den speziellen Fall Logarithmus, dass man den nur in einem bestimmten Bereich effizient ausrechnen kann. Aber zum effizient ausrechnen will ich auch noch was sagen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass diese Reihenentwicklung, gesagt habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich es gesagt habe, jetzt sage ich es jedenfalls, diese Reihenentwicklung konvergiert relativ langsam. Bedeutet, in der Theorie ist das okay, sie konvergiert gegen das, was wir haben wollen, aber für die Praxis ist das auf Computern im Allgemeinen nicht zu gebrauchen, weil man zu viel rechnen müsste. Steht jetzt ein bisschen blöd da. Also wenn ich sage, konvergiert langsam, meine ich damit natürlich die Potenzreihe konvergiert langsam. Da gibt es auch diverse Möglichkeiten, damit umzugehen. Das will ich Ihnen jetzt nur mal so als Beispiel zeigen. Es gibt alle möglichen Ideen, wie Leute versucht haben, das in Ordnung zu bringen. Und eine sehr clevere Idee ist zu sagen, ich gucke mir die Potenzreihe von dieser Funktion an, die erstmal so aussieht, als hätte sie mit dem, was ich machen will, gar nichts zu tun. Ich bastel mir so eine komplizierte Funktion zusammen, der Logarithmus von 1 plus x durch 1 minus x. Da kann man sich jetzt auch wieder irgendeine Reihenentwicklung ausrechnen, die schreibe ich Ihnen einfach mal hin. Da gibt es eine Reihenentwicklung für, die sieht auch nicht so wahnsinnig schwer aus, da habe ich immer ungerade Potenzen. Sieht so ähnlich aus wie das, was wir eben hatten. Das funktioniert auch wieder nur in einem bestimmten Bereich von minus 1 bis 1. Der Vorteil gegenüber dem da oben ist, dieses Ding konvergiert schneller. Das heißt, diese Reihe, obwohl sie sehr ähnlich aussieht, hat den Vorteil, dass man damit schon sehr, sehr viel schneller Werte bekommt, die zu gebrauchen sind, von der Genauigkeit her auf dem Computer. Jetzt ist die Frage, was nützt mir das? Das ist ja nicht die Funktion, die ich haben will. Ich will ja eigentlich einen Logarithmus auf meinem Computer haben. Und da kommt jetzt die clevere Idee da rein. Ich habe einen Wert y größer 0 und ich will den Logarithmus von y berechnen. Dann machen Sie das Folgende, dann definieren Sie sich einen neuen Wert, oder beziehungsweise rechnen Sie in Ihrem Computer aus, und zwar rechnen Sie aus y minus 1 geteilt durch y plus 1. Das ist ja was für den Computer super easy ist. Und jetzt können Sie ganz einfach nachrechnen, können Sie ja zur Übung mal machen, dass der Wert, den Sie da ausgerechnet haben, genau in dem passenden Intervall da oben liegt. Egal welches y Sie einsetzen, x liegt im Intervall von minus 1 bis 1. Das heißt, aus Ihrem y, für das Sie den Logarithmus ausrechnen wollen, bekommen Sie ein x, das in dem Bereich liegt, für den diese Reihe da oben funktioniert. Und dieses x ist nicht zufällig so gewählt, wenn Sie nämlich jetzt mit diesem x ausrechnen, 1 plus x durch 1, Entschuldigung, nicht 1 minus y, sondern 1 plus x durch 1 minus x, das was da oben steht, dann kommt, können Sie ganz einfach selbst nachrechnen, wieder y raus. Das heißt, wenn Sie das Ding da oben einsetzen, rechnen Sie den Logarithmus von y aus, aber schneller als mit der anderen Funktion. Also da ist irgendjemand mal drauf gekommen und wenn überhaupt so eine ähnliche Reihe in Ihrem Computer eingesetzt wird für das Ausrechnen des Logarithmus, dann wahrscheinlich eher diese Reihe als die, die wir vorher gesehen haben. Diese sieht zwar komplizierter aus, aber sie ist für die Numerik besser, weil sie schneller konvergiert. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Simulation geschrieben in JavaScript, die so einen Stoff simuliert. Spielt jetzt eigentlich nicht so eine große Rolle. Ich zeige Ihnen mal, was das macht. Sie können da ein Foto raufziehen, zum Beispiel unsere tolle Hochschule, und dann sieht das so aus, als wäre das ein Stück Stoff, was man an der Leine aufgehängt hat und fällt also runter. Ich wollte da mal ein paar Sachen in JavaScript ausprobieren. Das Entscheidende ist, dass da ganz schön viel gerechnet werden muss, weil das eine Physiksimulation ist und Sie müssen im Prinzip für jedes einzelne Stück von dem Stoff irgendwelche Differentialgleichungen lösen, damit das physikalisch halbwegs korrekt aussieht. Und viel Rechnen heißt natürlich, das Programm wird durch das viele Rechnen langsam und darum musste ich mir an diversen Stellen überlegen, wie man das schneller machen kann. Und eine Sache, die in dem Programm häufig vorkam, häufig heißt wirklich sehr, sehr oft, also denken Sie, wenn Sie so ein Bild haben, was
aus 1000 mal 1000 Pixeln besteht, dann müssen Sie für 1 Million Pixel irgendwas ausrechnen. Das soll so und so oft pro Sekunde passieren. Das heißt, Sie haben halt mehrere Millionen Sachen, die immer wieder jede Sekunde passieren. Da hilft es, bei jeder Kleinigkeit zu optimieren. Eine von den Sachen, die da passiert ist, ist, da wurden viele Quadratwurzeln berechnet. Und zwar wusste ich, weil ich ja wusste, was mein Programm tut, dass viele Quadratwurzeln in der Nähe von 1 berechnet wurden. Und eine Möglichkeit, das zu berechnen, und das war auch mein erster Versuch, damit das Programm erstmal lief, Sie rufen einfach die Quadratwurzelfunktion von JavaScript auf, die heißt Square Root. Und da setzen Sie dann Ihr x ein und dieses x ist in der Nähe von 1. Und dann wird das ausgerechnet. Und nachdem ich schon diverse andere Dinge optimiert hatte, war das immer noch nicht schnell genug. Und an der Stelle habe ich dann überlegt, vielleicht kann man das ja schneller machen, wenn man das Berechnen der Quadratwurzel nicht von JavaScript machen lässt. Mit folgendem Hintergedanken: Wenn ich das von JavaScript ausrechnen lasse, dann rechnet JavaScript das auf 16 Stellen genau aus, weil das ja eine ganz normale Mathefunktion ist. Ich brauche das aber nicht auf 16 Stellen genau, weil ich ja nur ein Bild auf dem Bildschirm zeichnen will. Das heißt, für mich hätte das gereicht, wenn das ein, zwei Stellen nach dem Komma Genauigkeit gehabt hätte. Mehr braucht man nicht, um die Rechenfehler nicht mehr zu sehen in so einer Grafik. Darum habe ich mir gedacht, wenn das JavaScript mit irgendeiner Reihe ausrechnet, dann wird diese Reihe wahrscheinlich bis zum 10., 20. Term oder so ausgerechnet werden, bis man vernünftige Genauigkeit hat. Mir reicht das vielleicht, die Reihe viel kürzer zu machen. Und darum habe ich einfach mal ganz frech geguckt, was geht. Und habe einfach das erste Taylor-Polynom für die Quadratwurzel genommen. Und zwar an der Stelle 1, weil ich ja wusste, dass meine Werte alle in der Nähe von 1 sind. Und das erste Taylor-Polynom für die Quadratwurzel, das können Sie ja inzwischen selbst ausrechnen, wir haben das jetzt ja ein paar Mal gemacht, ist eine ganz einfache Funktion, das ist nämlich einfach diese hier, x plus 1 halbe. Das heißt, an den Stellen, wo in meinem Programm vorher das hier stand, habe ich das hier hingeschrieben. Und dadurch ist das Programm signifikant schneller geworden. Die Abweichung in dem Bereich, der für mich wesentlich war, war kleiner als 0,2%, und das sieht man im Bild nicht mehr. Das ist ganz schön viel, wenn Sie jetzt tatsächlich mit hoher Genauigkeit rechnen wollen, aber in diesem konkreten Fall, das hängt dann immer von der Anwendung ab, war das nicht der Rede wert. Und ich habe das vorher so ein bisschen ausprobiert, also mit zu der Zeit, als ich das geschrieben habe, das ist schon ein, zwei Jahre her, mit den damaligen Browsern war das so, dass Sie je nach Browser einen Geschwindigkeitsvorteil von 4-fach bis 10-fach hatten. Das ist natürlich schon ganz schön viel. Das ist kein Rezept, was immer funktioniert. Das hängt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Ein wesentlicher Faktor, warum das hier geklappt hat, war natürlich, dass ich eine sehr geringe Genauigkeit brauchte. Wenn Sie jetzt statt des ersten Taylor-Polynoms das zweite oder dritte nehmen, müssen Sie auch schon wieder mehr rechnen. Und ein zweiter wesentlicher Faktor, den man bei sowas beachten muss, ist, dass Sie überlegen müssen, in was für einer Programmiersprache arbeite ich eigentlich. Ich würde mal vermuten, ohne es ausprobiert zu haben, dass in Python Ihnen das nicht viel bringen würde, weil Python eine interpretierte Sprache ist. Und der Aufwand des Interpretierens wird wahrscheinlich den Aufwand des Rechnens überwiegen. Es ist natürlich sowieso so, wenn Sie irgendwas sehr, sehr schnell machen wollen, ist es keine gute Idee, eine interpretierte Sprache zu nehmen. JavaScript ist theoretisch auch eine interpretierte Sprache, praktisch aber nicht, weil sie in den Browsern heutzutage immer just in time kompiliert wird. Das heißt, wenn da irgendwas tatsächlich mehrere Millionen Mal pro Sekunde passiert, dann ist es kompiliert. Und erst dann, wenn Sie eine kompilierte Sprache haben und wirklich getestet haben, ob es was bringt, dann kann das an manchen Stellen etwas bringen, wenn Sie sich überlegen, das, was ich hier ausrechne, muss ich das wirklich so genau haben? Muss ich das, was der Computer tut, wirklich alles machen lassen? Oder kann ich sozusagen von Hand das übersetzen in eine wesentlich einfachere Berechnung, in der nur Plus und Mal und geteilt und sowas vorkommt? So, und zum Schluss des Kapitels, was ich vorhin schon mal kurz erwähnte, man kann Taylor-Reihen auch verwenden, um etwas mit Funktionen zu machen, an die man sonst schwer rankommt. Wir hatten in dem Kapitel über den Fundamentalsatz, haben wir am Ende ein paar Funktionen gesehen, die man nur über Integrale definieren kann. Das war zum Beispiel diese Fehlerfunktion, Sie entsinnen sich von der Gaußschen Glockenkurve, die in der Statistik häufig eingesetzt wird, ich schreibe die nochmal hin. Diese Error-Function, die war so, also da war vorne so ein komischer Vorfaktor, der spielt jetzt für uns eigentlich keine Rolle.
Das Entscheidende war, wir hatten gesagt, diese Funktion ist über ein Integral definiert. Das Integral läuft von 0 bis x und es wird integriert über e hoch minus t Quadrat dt. Und wir haben damals gesagt, das ist ein Beispiel für eine Funktion, bei der man zwar weiß von der Theorie her, dass es eine Stammfunktion gibt, aber diese Stammfunktion nicht hinschreiben kann. Darum kann man sie eigentlich nur über dieses Integral definieren. Was man jetzt aber machen kann ist, und das werden wir jetzt auch mal tun, dass man sich diese Funktion hier anschaut, also den Integranten, und sagt, die sieht ja eigentlich relativ einfach aus, kann ich diese Funktion nicht in eine Potenzreihe entwickeln? Also die Taylor-Reihe dafür hinschreiben. Und wenn das geht, wir werden sehen, das geht, dann kann ich ja gliedweise integrieren. Das geht ja. Das ist ja ganz einfach, weil es sich dabei um Polynome handelt. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also erster Schritt, diese gelb markierte Funktion in eine Taylor-Reihe umwandeln. Das machen wir jetzt nicht mathematisch, sondern wir machen das einfach experimentell. Wir gucken uns mal die ersten so und so viele Anleitungen an der Stelle 0 an und dann werden wir sehen, dass das ganz einfach aussieht. Also die Funktion war e hoch minus x Quadrat. Ich möchte also haben die Ableitung von der Funktion e hoch minus x Quadrat, abgeleitet nach x, und zwar die Karte Ableitung, ich will ja sehen, was passiert, und dann eingesetzt für x 0. Das heißt, ich will mal testweise gucken, ob das sinnvoll ist, die an der Stelle 0 zu entwickeln, weil das eigentlich immer am einfachsten ist, dann werden die Terme nicht so kompliziert. Und zu den Taylor-Koeffizienten gehört ja immer noch das Teilen durch die Fakultät, das dürfen wir nicht vergessen. Und das mache ich jetzt mal für die ersten 20 oder so, vor k in Range 0 bis 20. 0 brauche ich nicht zu schreiben. So. Und jetzt gucken wir uns mal an, was da rauskommt. Also das Erste, was man sieht, ist, jeder zweite Term ist 0. Sehen Sie noch was? Ist da irgendwas, was Sie da erkennen, wenn Sie da einfach mal so hingucken? Können Sie da ein Bildungsgesetz erkennen? Alterniert. Alterniert, Vorzeichen, ja. Und jetzt noch die Nenner. Also der Zähler ist immer 1 bis auf das Vorzeichen und die Nenner. Da sehen Sie hoffentlich auch irgendwas, ja? Das ist die Fakultät, ne? Damit ist im Prinzip einfach aufzuschreiben, wie das weitergehen wird. Das ist natürlich kein mathematischer Beweis, aber da kann man eigentlich schon darauf vertrauen, dass das klappt. Diese Funktion lässt sich also hinschreiben als Taylor-Reihe n gleich 0 bis unendlich. Einmal hatten wir das Alternieren, minus 1 hoch n, das ging beim positiven Teil los. Dann stand im Zähler immer n Fakultät. Das Einzige, worauf wir jetzt achten müssen, ist, jeder zweite Term war 0, also hier steht x hoch 2n. Dann stimmt das Ganze. Das heißt, wir schreiben jetzt nur jedes zweite Monom überhaupt hin. Die Monome, die da stehen, sind x hoch 0, x hoch 2, x hoch 4 und so weiter. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir uns erstmal überlegen, konvergiert das überhaupt? Was wir jetzt gemacht haben, ist ja, wir haben ja erstmal nur die Potenzreihe hingeschrieben. Können wir jetzt dieses Kriterium anwenden, was ich da, also wenn man jetzt sagt, dieses hier sind unsere an, dieses Kriterium war ja, ich gucke mir das hier an, davon den Betrag und davon den Grenzwert, um den Konvergenzradius zu bestimmen, kann ich das anwenden oder gibt es da irgendwie einen Hinderungsgrund? Ich schreibe Ihnen nochmal den Anfang dieser Reihe hin, vielleicht sieht man das dann besser. Also wir hatten gesagt, es fängt bei Plus an und dann steht immer die Fakultät unten, also 0 Fakultät x hoch 0, das steht ist also 1. Dann für den nächsten Term haben wir ein Minus, 1 Fakultät ist auch noch 1, dann haben wir x Quadrat, dann kommt als nächstes x hoch 4 durch 2 Fakultät, also 2, dann kommt x hoch 6 durch 3 Fakultät, also 6. Dann kommt x hoch 8 durch 4 Fakultät, also 24 und so weiter. Also unsere an, die Koeffizienten wären, also können wir hier jetzt hier ablesen, 1, minus 1, 1,5, minus 1 Sechstel, 1 24stel und so weiter. Kann ich die jetzt hier einsetzen in das, was da oben steht, was mit dem Limes? Das kann man nicht machen, weil ich ja hier jeden zweiten Term nicht hingeschrieben habe. Die Koeffizienten sind ja eigentlich 1 und dann kommt der nächste Koeffizient 0, der nicht da steht. Dann kommt minus 1, dann kommt der nächste Koeffizient 0, der nicht da steht. Dann kommt 1,5 und so weiter. Das heißt, wenn ich diesen Term hier ausrechnen will, dann würde ich in jedem zweiten Schritt durch 0 teilen, was ja nicht geht. Das kann ich also nicht machen. Man kann da aber jetzt zu einem ganz simplen Kunstgriff greifen und sagt, ich gucke mir stattdessen diese Reihe hier an.
Genau dieselbe Reihe, nur schreibe ich jetzt x hoch n hin, statt x hoch 2n. Für diese Reihe wende ich unser Kriterium erstmal an. Vergessen Sie das, was da oben steht, gucken Sie sich nur die grüne Reihe an. Da habe ich jetzt a hoch n durch, nicht a hoch n, a n durch a n plus 1, Betrag davon. Dann fällt das minus 1 hoch n weg. Dann habe ich einfach 1 durch n Fakultät geteilt durch 1 durch n plus 1 Fakultät. Das ist wieder n plus 1 und wenn ich n gegen unendlich gehen lasse, geht das auch gegen unendlich. Das heißt, die grüne Reihe konvergiert überall. Das bedeutet, die grüne Reihe konvergiert, egal was ich einsetze. Und dann kann ich für x natürlich auch x² einsetzen. Das bedeutet, dann konvergiert auch die Reihe oben überall. Das ist jetzt so ein kleiner Taschenspielertrick, aber es funktioniert. Ja? Damit habe ich das Problem überwunden, dass eigentlich jeder zweite Koeffizient 0 ist und ich dadurch nicht teilen kann. Also die Konsequenz aus der Sache ist, dieses Ding hier, das interessiert uns ja eigentlich, konvergiert überall. Und das bedeutet, ich kann es überall gliedweise integrieren und differenzieren. Und jetzt mache ich das. Das heißt, unsere Fehlerfunktion, die schreibe ich jetzt nochmal hin, sieht so aus, 2 durch, dieser. Ich habe hier x geschrieben, ich wollte natürlich pi schreiben. Keiner sagt mir was. Von e hoch minus t Quadrat, dafür haben wir jetzt eine Reihenentwicklung, also können wir hier jetzt schreiben n gleich 0 bis unendlich. Das geht natürlich jetzt für t, also steht hier jetzt minus 1 hoch n durch n Fakultät, nicht x, sondern t hoch 2n dt. So, um es deutlich zu machen. Und jetzt gliedweise integrieren, also habe ich 2 durch Wurzel pi mal die Summe n gleich 0 bis unendlich Integral von 0 bis x minus 1 hoch n durch n Fakultät mal t hoch 2n dt. Und jetzt helfen Sie mir mal ein bisschen mit dem Weiterrechnen. Ich schreibe schon mal diesen Vorfaktor hier wieder hin und Sie überlegen sich in der Zeit das Integral, was wir da ausrechnen wollen. Was schreibe ich da jetzt hin? Also erste Überlegung. Es wird integriert über t. Das heißt, diese Zahlen, die davor stehen, minus 1 hoch n und n Fakultät, die haben ja mit t überhaupt nichts zu tun, die sind konstant. Die kann ich erstmal rausziehen, dann sieht es vielleicht ein bisschen einfacher aus. Ja? Ich kann hier hinschreiben, minus 1 hoch n durch n Fakultät, das hat mit t überhaupt nichts zu tun, ist also aus Sicht des Integranten ein konstanter Faktor. Dann steht nur noch das hier. Gesundheit. Ist das jetzt einfach genug? Ja. Gut, also den ganzen Kram, wie Sie schon sagen, den muss ich erstmal wieder abschreiben. Minus 1 hoch n durch n Fakultät. Jetzt haben Sie gesagt, 1 durch 2n plus 1 mal t hoch 2n plus 1. Stimmt das so? Oder fehlt da noch was? Wir müssen natürlich, das ist ja jetzt ein bestimmtes Integral, ne? Das heißt, wir müssen das natürlich auswerten. Am besten, wir schreiben das mit diesen eckigen Klammern, damit man sieht, wo es anfängt und wo es aufhört. Also dieses Integral von 0 bis x interessiert uns. Wir müssen also jetzt einmal für tx einsetzen und einmal für t0 einsetzen. Wenn wir für t0 einsetzen, fällt das weg, dann steht da gar nichts mehr. Also brauchen wir es nur für x. Das ist auch ganz gut so, weil das t nämlich gestört hätte. Wir wollen ja irgendwas haben, was von x abhängt. Aber jetzt sind wir quasi gezwungen, das t durch das x zu ersetzen. Dann haben wir 2 durch Wurzel aus pi mal Summe n gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch n durch n Fakultät mal 1 durch 2n plus 1 mal x hoch 2n plus 1. Das mag Ihnen jetzt nicht besonders schön vorkommen, aber was wir jetzt gewonnen haben ist, wir haben jetzt diese ominöse Fehlerfunktion, für die wir bisher nur so eine komische Integralschreibweise hatten, als Reihe hingeschrieben. Das heißt, dieses Ding können Sie jetzt in Ihrem Computer benutzen, um Werte der Fehlerfunktion auszurechnen. Wir haben uns überlegt, dass sie überall konvergiert, also für beliebige Genauigkeiten, wenn Sie genügend Terme nehmen. Ja? Also Potenzreihen sind in vielen Fällen ein wunderbarer Ersatz für Funktionen, die eigentlich zu kompliziert sind, um mit ihnen was zu machen.